Willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Beim letzten Mal haben wir Ogerpon gerettet vor den bösen drei legendären Pokémon. Ich sehe übrigens gerade, dass hier drüben noch eine TM versteckt ist. Eiszahn, nice. Und ja, jetzt müssen wir natürlich unsere Rache nehmen an den dreien. Und wie finden wir denn heraus, wo wir die drei finden? Natürlich bei den größten Fans hier in Midoriya. Denn gefühlt jeder in Midoriya liebt diese drei und hasst Ogerpon oder haben zumindest Angst vor Ogerpon. Aber die wissen die Wahrheit nicht. Und die werden wir jetzt herausfinden. Also wissen wir schon, aber die werden es vielleicht gleich herausfinden, wenn wir die drei dann besiegt haben. Papan! Huch, was hast du denn, Ogerpon? Bestimmt möchte es nicht ins Dorf. Kein Wunder, nachdem die Dorfbewohner es damals von dir vertrieben haben. Stimmt, da hast du recht. Na gut, dann wartet Ogerpon neben hier auf uns. Wir drei können ja auch im Alleingang Informationen zusammentragen. Meinst du, es kommt klar damit, hier kurz allein zu sein? Mal sehen, Ogerpon passt gut auf. Ich fasse das mal für dich verständlich zusammen. Wir? Ponpon ins Dorf. Du? Hier bleiben, nicht Bewegpon. Kapiert? Alles Pon? Pon? Das hat wohl nicht ponktioniert. Funktioniert, Bleib brav hier, bis wir zurück sind, okay? Kleines Ogerpon? Kleiner Oger? Hast du verstanden? Also mit dem Glitzern im Augen. Pon! Das hat erstmal verstanden. Wollt ihr mich veräppeln? Dabei habe ich mir mit meiner Erklärung so viel Mühe gegeben. Tja, darfst halt nicht veräppeln, du. Darfst das halt auch normal. Lass auch mal mit dem reden. Warum sind so viele Quiekel? Okay, wir gehen kurz heilen. Denn beim letzten Mal haben wir nämlich einen Kampf gehabt gegen den Affen. So. Aber schon die drei Trainer mit den Quiekel könnten vielleicht wissen, wo wir lang müssen. Wissen, wo wir müssen. Beim Kulturzentrum. Ich habe die drei Gefährten beim Kulturzentrum gesehen. Sie haben jede Menge Kitakami-Mochi in sich reingestopft. Okay, aber das ist doch schon ein bisschen was her, oder? Was? Ich habe schon alle drei von abgeklappert. Ich fasse es nicht ran und ich war noch nicht mal bei der zweiten. Oh. Okay. Wir fragen uns einfach durch, bis wir jemanden finden, der die drei gesehen hat. Wenn wir fertig sind, treffen wir uns wieder. Okay, also ich muss mit jedem reden, bis es irgendwer weiß. Das echte Bonino ist gar nicht so grün wie die Maske. Maske? Es gibt doch keine Maske von den dreien. Oder? Du hast auch nichts gesehen, oder? Nur weil die Leute im Dorf kenne, traue ich mich noch lange nicht, ihn ansprechen. Verständlich. Hallo? Wo sind Signore Ornea und Signor Bellino hin? Sie fahren an einen Ort, von dem man aus an wunderschöne ländliche Felder beblicken kann. Aber wo in aller Welt soll das sein? Okay, in den Nebenquest. Oh, du weißt es wahrscheinlich, oder? Erst dachte ich, da würde ein Mensch auf dem Boden liegen, aber es war Benisau, das sich gerade ein Mittagsschläfchen gegönnt hat. Kein Wunder, am Teich schläft es sich bestimmt sehr gut. Okay, Benisau ist am Teich. Ach, dann müssen wir eigentlich nur mit den Leuten reden, die so eine gelbe Sprechblase haben wahrscheinlich, oder? Weil nur die wissen, wo es ist. Ah, die beiden. Sag mal, findest du nicht auch, dass wir das verliebteste Pärchen überhaupt sind? Na klar, ich finde, es gibt nicht mal einen Pokémon, die so unzertrennlich wie sind wie wir. Nicht wahr? Ah, Duda, wenn du zufällig ein Pokémon-Pärchen findest, genauso verliebt ist wie mein Schatz und ich, würdest du es bitte zeigen? Ich bezweifle aber stark, dass es eins gibt. Oh, man fängt an zu regnen. Wie traurig ihr beide seid. Boninu. Ich habe Boninu von den drei Gefährten gesehen. Mit seinem herrlichen lila Schal war es auf der Paradiesebene unverkennbar. Paradiesebene. Aber da ist noch die dritte Infotafel, da waren wir doch. Okay, einen Trainer müssen wir noch finden. Wo Info hat zu Beatori. Ich habe Beatori zum Oniyama fliegen sehen, aber es war unglaublich schnell. Okay, jetzt wissen wir, wo sie sind. Jetzt können wir sie fertig machen. Yeah. Der Lag. Bang Bang! Nicht Bon Bon, Pon Pon. Da sind wir wieder, Ogerpon. Okay, dann lass mal hören, was ihr zwei in Erfahrung gebracht habt. Du zuerst, Joe. Also, ich habe gehört, dass...
Ah, verstehe. Dank eurer Infos sollten wir jetzt genug wissen, um alle drei Gefährten nachspielen zu können. Was hast du rausgefunden? Ich? Nee, solche Laufburschenarbeiten ist nichts für eine Anführerin. Außerdem, wenn ich die Leute anspreche, gucken sie eh nur nervös weg. Wer wird so hübsch für diese Welt? Damit wir die Infos über die drei Gefährten nicht vergessen, werde ich sie in deinem Smart-Router speichern, Michael. Ja, vor allem ihr beide. Ihr habt da so richtig komische Frisuren. Ich meine natürlich einzigartige Frisuren, ja. Okay, dort drei sind die. Dann die drei Orten. Okay, ganz oben links, ganz unten links und... ja, oben auf dem Berg halt. Alles klar. Also dann, holen wir uns was des Uni zurück. Los geht's! Ich komm nicht mit. Hä? Warum? Du gehst zum Team, da kannst du dich einfach hängen lassen. Es reicht doch, wenn Maike dabei ist. Dann fühlt der Uni sich bestimmt sicher. Immer noch beleidigte Leberwurst, oder was? Ich hab was zu erledigen. Sorry! Oh, Ogerpan war traurig. Schmeißt er jetzt schon wieder, oder was? Egal, ich kann ihn ja schlecht zu seinem Glück zwingen. Machen wir halt zu zweit weiter. Du darfst entscheiden, wofür zuerst an aufbrechen. Keine Sorge, Ogerpan, wir werden alle deine Masken zurückholen. Verlass dich drauf. Bun! Yeah. Genau das werden wir jetzt tun. Wo gehen wir zuerst hin? Ich weiß es nicht. Ich fliege einfach irgendwo hin. Kann ich hier direkt hinfliegen? Nee. Kann ich... ich kann hier aber direkt hinfliegen. Ja, machen wir den zuerst. Weil ich da sowieso direkt hinfliegen kann. Ja, dann können wir den Affen als letztes machen. Den haben wir beim letzten Mal schon direkt bekämpft. Ach, du bist auch hier, Ogerpon. Na dann. Na dann, na dann. Okay, es war irgendwo hier oben in der Ecke, meine ich. Hä? Okay, ich lasse euch mal beide euer Glück haben. Ich habe nichts damit zu tun. Ich meine, es war irgendwo hier oben in der Ecke. Was ist ein Trainer? Oh, da drüben. Ja, das sieht schon sehr bedrohlich aus. Muss ich zugeben. Vor allem, wie riesig das auf einmal ist, das ist doch niemals wirklich so riesig, oder? Oder? Aha, das ist der Kraftprotz Bonino. Diese Muskeln können nichts Gutes bedeuten. Hey, geht es mir so oder ist er größer geworden? Ja, wirklich. Nö. Das ist Okidogi. Los, zeig mir, wo der Hammer hängt, Michael. Yeah. Let's go. Oh, er will kämpfen. Wahrscheinlich Typ Kampf, oder? Giftkampf, ist meine Vermutung. Duffy Man! Bon, bon, Inu, Inu! Riesiges Bonino. Okay. Sein Schal geht mir ganz auf die Nerven. Pah, ich bringe schon dazu, Sitz zu machen. Das Theme ist aber nice. Vergiss nicht, wer hier noch Sorgen hat. Ich werde diejenige sein, die ihm den Rest gibt. Achso, ja, ich bin nur nebenläufig hier mit dabei. Ne? Ich habe ja eigentlich gar nichts zu sagen. Ne? So ist das, genau. Ja. So, ich habe ja noch Papiere bei mir. Voll vergessen. Los, Sir Dribblin! Okay. Oh, Mopeko überlebt es aber noch. Wegen Fokusgurt. Okay. Wie gesagt, ich weiß nicht, was für einen Typen Bonino hat. Oh, Giftkette. Das vergiftet Gegner. Wie so ein Gift-Touch. Aber konnte nochmal paralysiert werden. Perfekt. Aber leider ist Mopeko jetzt down. Ich hoffe, Hanna hat noch ein paar gute Pokémon bei sich. Sonst muss ich aus Hell finden. Magneien!
Alright. Was wäre wahrscheinlich am besten? Ich könnte Drachenpuls mal probieren, ob das vielleicht was hilft. Wie gesagt, ich bin mir sehr unsicher bei den Typen von den dreien. Ich weiß nur, die haben alle drei Typ Gift. Das weiß ich. Wegen den Giftketten. Alter, what? Das Ding one-shottet ja die ganze Zeit Hannas Pokémon. Müssten ja jetzt alle den Fokus gut tragen. Vor allem das Ding ist paralysiert. Eigentlich müsste es voll langsam sein. What? Oha, okay. Fatalitia. Ja, das habe ich auch. Und doch, Drachenboot hat jetzt gar nicht mal so wenig Damage gemacht. Mach mal Energieball zum Vergleich. Falls ich es natürlich überlebe. Okay. Geist ist normal effektiv. Nice, jetzt ist es endlich mal ein Paralyse-Effekt getroffen worden. Noch ein Ball! Na, okay, Pflanze ist nicht sehr effektiv. Okay, das ist schon mal. Das ist schon mal schlecht. Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Delphiment wäre ganz gut. Dann holen wir unseren Helden! Jeder ruft nach ihm. Es ist der einzig wahre Delphiment! So. Spukball. Macht normal Damage, ja. Normalen Damage. Okay. Er macht mit deinen Clowns einen Angriff, aber er macht Knirscher. Okay. Interessant. Game Freak, könnt ihr das mal bitte erklären? Naja. Akrobatik sollte sehr effektiv sein. Ja, okay. Es ist wahrscheinlich Typkampf. Ah, das ist also seine Schwachstelle. Gut analysiert, Viehplanführerin. Ja, ich gebe mein Bestes, ne? Und du machst ja auch gut Damage mit Spukball. Stimmt, eigentlich müsste ich meiner Weiterentwicklung von Mochi auch ganz neue Attacken beibringen. Oder zumindest als Spukball. Spukball ist halt sehr wichtig eigentlich. Mhm. Und das hat meins, glaube ich, gar nicht. Verdammt! Okay, aber Bonino hat auf jeden Fall sehr viel Verteidigung. Zumindest diese Version. Oh nein, heilt es sich jetzt? Nee, es bufft sich! Oh oh, Angriff erhöht. Wir müssen es so schnell wie möglich besiegen. Let's go! Good job. Good job. Hä, es ist doch tot! Hallo! Das Ding ist tot, Alter! Wo sind wir hier? Sind wir in den Terror Raids oder was? Folikon? Really, nicht mal entwickelt. Mama Düsenlieb. Obwohl das Ding tot ist. Sogar noch ein Crit gelandet. Ah, jetzt. Okay. Ah ja, und es war größer. War schon klar. Nahkampf. Nahkampf, Nahkampf. Senkt Verteidigung. Des Anwenders. Erhöht stark. Mach mal Verhöhner weg. Wird sich jetzt Vampyr entwickeln? Ja, oder? Ich meine, meinetwegen kann es das ruhig machen. Und ja, tut es. Ja, wie gesagt, meinetwegen. Banferno! Sieht cool aus im Game. Vor allem diese goldenen Stellen. Das hast du jetzt davon! Stimmt, wir konnten es nicht fangen, ne? Oh, schau mal da, es hat eine Maske verloren. Bang! Damit hätten wir die erste Maske zurückgeholt. Sehr schön. Fundamentmaske zurückgeholt. Let's go. Pandan! Hey, süß, wie es sich freut. Wir zwei geben ein erstaunlich gutes Team ab, findest du nicht auch? Das habe ich mir schon am Kristallsee gedacht. Also dann bringen wir auch die restlichen zwei Masken ihrem rechtmäßigen Besitzer zurück. Yes. Yes, ma'am. Warum ist das doch mal da hinten? Okay. Sind meine Pokémon verletzt? Muss ich heilen gehen? Nö, sind geheilt. Werden scheinbar nach dem Kampf geheilt oder so.
Ich glaube, wenn ich einfach hier hinfliege und dann den Weg lang gehe, ist das am schnellsten. Okay, machen wir als nächstes den Vogel und den Affen als letztes, weil den Affen hatten wir einmal schon bekämpft. Und der dauert jetzt am längsten hinzukommen, glaube ich, deshalb. Ja. Aber am besten wäre es natürlich, wenn wir heute direkt alle drei besiegen könnten. Wäre sehr nützlich. Ach, für Titel und Thumbnail. Nee, das weiß ich im Vorhinein noch nicht, was ich da mache. Das mache ich immer relativ spontan. Das sieht cool aus. Ich will mal ganz kurz hier stehen bleiben. Das ist voll cool gemacht hier mit den ganzen Notulzen im Wasser. Möchte ich mal loben. Gutes Placing von Pokémon. Ja. Da, Siedewasser. Hallöchen. Okay, wo ist es? Hier, oder? Kaltwasser-Cast voraus. Leiter nach unten klettern. Nö, ich fliege einfach. Wait, bevor ich jetzt fliege. Das ist richtig, ne? Ja. Kurz drehen. Darunter. Ja, das ist richtig. Da steht es auch schon. Lol. Sehr verlaggt, aber egal. Hallöchen. Willst du mal wieder einen neuen Framerate animiert sein? Danke. Plop. Beato! Oh, was? Warum? Unnötig, aber okay. Dann hauen wir halt in die Höhle ab. Kaltwasser-Cast. Ups, das wollte ich gar nicht. Lul. Sneebel. Ja. Oh Gott, das ist ja eine riesige Hürde hier. Oh nee. Schlagbohrer, das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlechte Attacke, glaube ich. Wünsche das auch ganz in Ordnung. Oh, da drüben sehe ich noch eine TM. Ich weiß aber jetzt nicht, wo ich lang muss. Natürlich haut es nochmal ein Labyrinth ab. Ich dachte, das wäre der kürzeste. Scheinbar. Eissperr. Ist dieses von den drei Legi das längste? Kann ich ja nicht wissen. Oh, süß. Moin. So goofy. So silly, Mann. Ey. Hilfe. Nimm mit. Eisstein. Okay. Okay. Wo bin ich jetzt? Ich bin bei der Carpador-Familie. Blizzard. Oh. Also in der Höhle findet man auf jeden Fall ganz gute Eisattacken. Muss ich sagen. Aber ansonsten bin ich hier jetzt komplett falsch. Was? Aha, hi. kann ich hochklettern? Ich kann hochspringen. Oh Gott. Gut, dass ich nicht klaustrophobisch bin. Ich glaube, so heißt das, ne? Klaus. Hör auf, du machst ihm Angst. Gut, dass ich das nicht bin. Okay. Ah, das Pokémon, was man im 3DS umdrehen entwickeln muss. War das nicht das oder war es ein anderes? Ich verwechsel die manchmal. Kamera? Ah, cool. Gameplay. Bogapon wird schon das nächste Item einsammeln, aber ich bin noch gar nicht fertig hier oben. Donnerblitz! Oh. Ich wollte schon fragen, wo ist die Musik hin? Okay. Das Gefühl, das wird nichts mehr mit dem dritten Vieh. So viel Zeit, wie ich mir hier nehme, um mich umzuschauen. Ah, Felino und Morlord. Ich glaube, hier ist es, oder? Durch das Main-Loch. Das ist wahrscheinlich abgehauen. Kann das sein? Ja, doch. Hier ist ein Ausgang. Ja, die Map sagt mir, es ist hier. Und ja, es ist hier. Also, let's fight! Da fliegt! Also muss es Beatori sein! Gefährte Nummer 2 ist ja auch größer geworden! Oi? Los,
los, holen wir es auf den Boden der Tatsachen zurück, Michael. Da bin ich der gleichen Meinung. Boden, wo es hingehört. Hä? Meine Vermutung ist, es ist wahrscheinlich Typ Flug. Bär, Bär! Aber wegen dem Effekt gerade, wegen dem Kameraeffekt, habe ich irgendwie jetzt das Gefühl, dass es Typ Psycho sein könnte. Na, es würde beides halt passen. Aber, weiß nicht. Es war unser Feind, aber schön sieht es schon aus. Irgendwie ähnelt es mir, nicht wahr? Was? Was? Du siehst aus wie Beatori? Seit wann? Ach, ist es paralysiert? Vogelsbrot aufgebraucht. Oh no. Nee, leider nicht. Oder zumindest noch nicht. Moment mal, ich werde ihm noch viel mehr Schaden zufügen als du, nur damit du es weißt. Okay. Also es könnte der Typ Flug sein, deshalb tue ich jetzt nicht von einen von den Pflanzenboomern rein, sondern wahrscheinlich eher das Titan. Ich glaube, das Titan wäre ganz gut hier. Oh. Donnerwelle, yes. Darauf habe ich nämlich gehofft. So, jetzt bin ich ungefähr auf deiner Größe. Okay, mein Packer verwandelt sich. Ah ne, lass mal Eisreise. So schade, dass die Kampfmusik in dem Spiel irgendwie immer so leise ist. Eiskreisel! Ah, normal effektiv, also nicht sehr effektiv leider. Ich kann mal Body Slam probieren. Ob das vielleicht einen Unterschied macht. Ansonsten wegen den orangenen Farben, vielleicht ist es auch Typ Kampf? Ah, ich glaube irgendwie nicht. Bong. Hier auch nochmal effektiv. Okay, aber die Kämpfe laufen ja eigentlich ziemlich gut. Und ja, dieses Crystallizing, ich benutze das halt nie. Ich benutze das wirklich nie eigentlich. Oh nice, ich bin da ausgewichen von. Good job, Sitalten. Mein kleines Baby. Wisst ihr, Sitalten ist ja mein ganz kleines Baby. So, immer noch paralysiert. Wunderbar, wunderschön. Ein easy KO für uns. Zumindest, sobald wir genug Damage gemacht haben. Jetzt ist es zumindest auf der Hälfte. Aber ich sollte wahrscheinlich mein Pokémon auswechseln, oder? Vielleicht hat irgendwer bessere Hitchancen. Ich weiß halt wirklich nicht, was für ein Typ das ist. Nee, ich. Das Ding ist halt, ich wüsste nicht, wen ich reinschicken sollte. Ich weiß es nicht. Ich übersehe irgendwas Offensichtliches in meinem Team, ich weiß. Aber ich weiß ja nicht was. Und das würde jetzt den Rahmen brechen, glaube ich, vom Video. Bam. Ah, Fatalicia würde ich. Ah. Zumindest können wir jetzt herausfinden, ob es Typ Flug ist oder nicht. Oder ob es zumindest Flugattacken hat. Ja, Zauberschein. Setzt keine Flugattacke ein. Hat sich gereilt, aber nee, ich glaube, das ist nicht Typ Flug. Hm. Ja, wie gesagt, mein zweiter Guess ist Psycho. Ein Critical Hit. Obwohl. Nee, keine Ahnung. Ich verwirre mich gerade die ganze Zeit nur selber. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Kannst du nicht mehr sagen. Oh, und natürlich bin ich vergiftet wegen der Giftkette. Hä, aber wie funktioniert denn die Giftkette? Geht irgendwie nur manchmal los. Sehr rätselhaft. Naja. Los, Kindes, Kindes, Kindes! Nein! Oh, ich darf nicht sterben. Okay, okay, okay. Rheinbahn! Hm? Es feuert uns an! Und dadurch werden wir schneller. Eissplitter! Oh. Oh. Also. Ja, wir haben trotzdem gewonnen. Ohne zu sterben.
Ja. Besiegt. Diesmal wirklich. Wunderbar. Ha! Du hast keine Chance gegen uns! Da! Es hat noch eine Maske verloren! Die eine schräger als die andere. Pan! Gute Arbeit! Jetzt haben wir schon zwei von Ogapons Masken Trick geholt. Bleibt nur noch eine übrig. Bonbon! Da freust dich was. So, langsam habe ich das Gefühl, dass wir zusammen einfach unbesiegbar sind. Ich wünschte nur, Joe wäre auch hier. Naja, nichts zu ändern. Uns bleibt noch einer der drei Gefährten übrig. Stoppen wir ihn sonst. Yes. Wir schnappen uns den Monkey sofort. Denn mein Team ist geheilt worden, yeah. Und Ogapons Maske hat er und er ist da unten. Und ich weiß nicht, wie ich da am besten nach unten hinkomme. Ich würde mal sagen, ich fliege jetzt mal zum Gefährtenplatz. Und versuche von dort aus irgendwie, ja, weiß nicht, hochzuklettern? Das sind ja ganz viele Berge in der Nähe. Ja, wahrscheinlich muss ich da irgendwie hochklettern, oder? Das ist meine Vermutung. Ja, wo ist er denn? Wo ist denn hier der See? Hä? Was zum... Alter, dieses Defensor! Das ist so energiegeladen und ready zu kämpfen. Sorry, Mann, ich hab dich nicht gesehen. Da hinten habe ich Wasser gesehen. Da müsste es sein. Hallo? Ich möchte hier hochklettern. Ich bin ein Eiler! Ich möchte alles unter einen Hut legen. Oder auch unter einer Folge. Solarstrahl. Solarbediente elektrische Geräte. Ich habe keine Ahnung, was ich laber. Hä? Ach, der Vogel ist das. Der ist aber größer geworden. Genauso wie Kowalski. Ich weiß nicht warum, wenn ich ihn mir anschaue, muss ich immer an Kowalski denken, ich weiß auch nicht warum. Hey, das ist dieser Wichtigtour! Schaut dir seinen riesigen Kopf an! Das muss Benizaru sein! Jetzt reicht's aber! Was sind die alle so viel größer geworden? Verpassen wir ihm einen gehörigen Denkzettel, Michael! Yes! Los geht's! Okay. Bimese! Okay. Wen willst du lesen? Hä? Naja. Hä, was? Achso, wir haben ja schon mal gegen ihn gekämpft. Ab sein blaues Gesicht wohl rot anläuft, können wir ihm eine beschämende Niederlage bereiten? Weiß ich nicht. Würde ich nicht drauf Gift nehmen. Haha, stehst du wegen Gift, weil er ist Gift. Okay, jetzt können wir nachschauen, was für ein Typ mehr hat, weil wir haben ja schon mal gegen ihn gekämpft. Aber deshalb können wir jetzt nachschauen. Bam! Schon mal ins Gesicht hauen mit der Flosse, Genosse. Passend zu dem Namen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Immer weiter so. Ach, jetzt beschwerst du dich nicht, dass ich dir den ersten Hit gestohlen habe, ja? Knirscher sehr effektiv. Spukball. Ach, ich hab Spukball! Ich mach mal Farigiraf, zum sicher zu gehen. So, schön paralysiert, wie immer, wie eh und je. Wunderbar. So, Mapeko muss leider von uns gehen. Es tut mir leid, kleines Mapeko. Wir werden dich vermissen. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber Fatalicha wird für dich kämpfen. So, bitte lass mich jetzt nachschauen. Du bist Giftpsycho, okay. Dann der nahe der Vogel vielleicht Flug und der Hundkampf. Das sind meine Predictions. Wahrscheinlich liege ich falsch, aber egal.
Ja, wie mein Trainer kurz nachdenken musste. Schmarotzer! Das macht Damage? Hey, jetzt kennen wir seine Schwachstelle! Dieser Zacki setzen wir ein, bis er es besiegt ist. Ich helfe mit. Nom. Haha, paralysiert. Da können wir einfach weitermachen. Einfach draufhauen, immer draufhauen und draufhauen und draufhauen. Irgendwann kippt es schon um. Irgendwann gibt es auf. Oh oh. Okay, ich wurde nicht vergiftet. Scheinbar kann Giftkette nur ein Pokémon vergiften. Ich verstehe die Fähigkeit immer noch nicht. Aber wie gesagt, wir konnten ja die Pokémon hier noch nicht fangen. Weil es sind ja Bosskämpfe. Ne? Ja, wenn ich jetzt auf Beutel gehen würde, sagen würde, nee, gibt nicht mal. Die Option, den Ball zu werfen, die gibt's dann hier nicht mal. Also nee. Geht nicht, noch nicht. Damn! Gut zu wissen, wie stark Fortilicia noch werden kann. Muss ich meins mal ein bisschen besser. Bessere Attacken geben, schätze? Hey, gut so! Das hat richtig gesessen! Du wiederholst dich langsam. Wunderschöne Animation. Noch vom 3DS. Aber egal, das sind ja sowieso viele Animationen in diesen Spielen. So, wie wär's, wenn du jetzt aufgibst und die Leute ein Like da lassen? Wie fändest du das? Wäre das gut? Ah, okay, hab gewonnen. Es kippt fast um. Ah, so klein bist du eigentlich. Wenn wir zusammenarbeiten, macht uns keiner was vor. Da ist sie, die letzte Maske. Wir haben es echt geschafft. Bandball! Und die weint ja. Endlich haben wir alle Masken zurückgeholt. Yay! Bahn! Das freut mich wirklich total. Michael, Hannah! Hä, Joe, was machst du denn hier? Ich hatte eine Bitte an euch. Könntet ihr ins Dorf kommen und den Oni mitbringen? Hä, ist das eine gute Idee? Aber bitte, ihr müsst mir einfach vertrauen. Das war schon alles. Was hat er bloß? Im Dorf halten doch alle Ogerpanther böse. Ich weiß nicht, ob wir es wirklich dorthin mitnehmen sollten. Pan? Aber Joe sah aus, als wüsste er, was er tut. Vielleicht sollten wir ihm wirklich vertrauen und das tun. Wenn es hart auf hart kommt, setze ich einfach meine beste Waffe ein. Meinen Charme. Okay. Na gut, dann werden wir beim nächsten Mal wahrscheinlich... Oder, naja, vermutlich... das Finale von der Main Story dieses DLCs hier sehen. Seid dabei. Seid gespannt. Bis dann. Und ciao. Oh yeah.